Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauer in Deutschland. Als ich mich beim letzten Songfestival von Ihnen verabschiedete, sagte ich auf Wiedersehen in Monaco. Sie erinnern sich, Severin errang den Sieg, das war 71 in Dublin. Heute nun melden wir uns aus Edinburgh, dem Athen des Nordens, wie es genannt wird. Für mehr als 500 Jahre Hauptstadt des stolzen Königreichs Schottland. Edinburgh oder auch Edinburgh ist eine Stadt mit Tradition. Sir Walter Scott war hier Rechtsanwalt, Robert Louis Stevenson lebte hier. Die Museen beherbergen Kunstschätze wie Bilder von Rembrandt, Titian, Degas. Ach so, auch James Bond alias John Connery kommt von hier. Das ist er übrigens nicht. Würdige Gentlemen, abends auch im Kilt, englische Geschäftsleute und nun das bunte Künstlervölkchen aus aller Welt, lustige Zotteltiere, modische Manager, hübsche Mädchen, eilige Journalisten. Das alles will nicht so recht zur Stadt passen, aber mit herzlicher Höflichkeit ertragen die liebenswert konservativen Schotten diese Belebung ihres Stadtbildes. Und wer sagt, dass Schotten geizig seien? Die internationalen Teams werden hier unglaublich freundlich aufgenommen. Herzliche Hilfsbereitschaft und spontane Gastlichkeit, das ist das, worauf wir hier in Schottland gestoßen sind. Und hier sind wir schon in der Usher Hall. Zur Einstimmung ein paar Takte des Liedes, das im Vorjahr den Preis errang. Grand Prix de la Chanson. Unser Orchester heute Abend ist das BBC Radio Orchester. Und das wäre noch zu sagen, dass die BBC all dies ausgerichtet hat, nachdem Monaco darauf verzichtete, Austragungsort des Festivals zu sein. Kein Geld, hieß es. Ich persönlich glaube, dass der Werbewert einer solchen Veranstaltung für eine Stadt gar nicht zu bezahlen ist. Durch die Sendung führt die heute in Schottland lebende weltberühmte Tänzerin Moira Shearer. Moira Shearer wurde 1947 über Nacht berühmt durch die Verfilmung der Roten Schuhe. And welcome to this, the 17th Eurovision Song Contest, coming to you from the Usher Hall in Edinburgh. In a few moments, artists from 18 countries will be singing the song of their own country's choice to decide which one will receive the Grand Prix of 1972. The contest is being transmitted to 28 countries, and via satellite is being seen as far away as Brazil. A reasonable estimate might be that perhaps something like 400 million people could be watching at this moment. And I would like to extend to you all a very warm welcome to Edinburgh. The order in which the 18 songs will be sung has been decided by drawing lots. And they will be voted upon by our 36-member jury who are watching the contest from the Great Hall of Edinburgh Castle. But I shall be giving you more details of the voting procedure later in the program. Bonsoir à tous. Diese Sendung wird in 28 Länder übertragen und ist per Satellit sogar in Brasilien zu sehen. Man kann sagen, dass wir im Augenblick 400 Millionen Zuschauer haben und Ihnen allen erbieten wir einen herzlichen Gruß aus Edinburgh. Die Reihenfolge der Sängerinnen und Sänger wurde ausgelost und die Stimmen werden von einer 36-köpfigen Jury gegeben, die die Veranstaltung oben im Rittersaal der Burg mitverfolgen über Bildschirme. Nähere Einzelheiten über das Punktsystem später. Diese Jury, meine Damen und Herren, wurde Ihnen eben im Bild schon gezeigt. Wir haben die Jury kaum gesehen, sie hielt sich ein bisschen separat. Alle die Jurymitglieder wohnten auch in einem anderen Hotel. Doch darüber vielleicht später mehr. Assistent en ce moment précis à cette émission. Et je voudrais vous accueillir tous
Ich habe erfahren, dass der Ton nicht allzu gut ist. Also das, was ich sage, nicht allzu gut in der Qualität ist, aber dafür ist es live. Ich werde mich dann etwas kürzer fassen, nur das eine oder andere muss halt gesagt werden und dafür bitte ich sehr um Verständnis. Sehen Sie, da sitzt die Jury, jeweils drei Länder auf zwei Bänken. Das erleichtert später die Abstimmung. Sur la procédure de vote un peu plus tard, dans le courant de l'émission. Et maintenant, mesdames et messieurs, le moment est venu d'écouter la première chanson du concours de la chanson Eurovision 1972. And now, ladies and gentlemen, it is time for us to hear the first song in the Eurovision Song Contest of 1972. Und nun gleich der erste Song, Deutschland vertreten durch Mary Rose, Gewinnerin der Vorentscheidung in Berlin. Ein ungünstiger Platz, der erste. Ich hoffe, dass er durch die Qualitäten der Interpretin aufgewogen wird, die sehr hoch favorisiert ist. Das ist Paul Kuhn, der Dirigent. Er lacht fröhlich, aber er ist es gar nicht. Er hat hier seinen Mantel verloren in Edinburgh. Haben Sie ihn vielleicht? Paul Tim Kuhn dirigiert Nur die Liebe lässt uns leben. Text Joachim Rehlin, Musik Joachim Haider. Hier ist Mary Rose. Mary Rose, und ich hoffe, die Jury merkt sich ein bisschen die heutige Nummer 1. Und wir halten Mary den Daumen für ihren Auftritt im Olympia in wenigen Tagen. Das nächste Lied kommt aus Frankreich, Betty Mars. Das Leben ist eine wirkliche Komödie und die Liebe ist wie ein Lied, das man vergisst und an das man sich irgendwann einmal erinnert. Musik und Text Frédéric Poton, Interpretin Betty Mars, und das ist Frank Purcell, der diese Melodie dirigiert. Come, come, come di. Und vielleicht erfinden Sie daheim
Ihr eigenes Punktesystem. Es darf noch gewettet werden. Betty Marf, come, come di. Tu m'aimes, quoi de plus beau? Pourquoi faut-il s'en défendre? Pourquoi chercher à comprendre? Puisqu'on chante aussitôt. Comme, comme, comme il dit, comme, comme, comme on dit, le bonheur n'est jamais si loin. Comme, comme, comme il dit, Betty Marf sang für Frankreich. Geben Sie ihr eine Chance. Wir werden sehen. Nächstes Land, Irland. Irland wird in diesem Jahr vertreten durch Sandy Jones, 21 Jahre jung, geboren in Dublin. Sie singt Gälisch. Der Titel Keolo Gro. So etwa. Ist für uns alle sehr schwer auszusprechen. Das Lied der Liebe heißt ja und handelt, na wovon schon, von eben derselben. Sandy Jones singt für Irland Nummer 3. Imagine no lore and lay.
vince the hill and cure and gra ilona car pra kashaw no etra kashim want you is the maru jim can and gra is the key clashim mari Andy Jones sang für Irland das Lied der Liebe. Nun ist Spanien an der Reihe, in diesem Jahr vertreten durch den Mann aus Alicante, Jaime Morey. Die Musik schrieb Augusto Agüero, den Text Ramon Arcusa. Jaime Morey war schon in Knokke dabei und in Sopot, in Belgrad und in Benidorm. Bei Tagesanbruch gehen die Menschen achtlos an meiner Einsamkeit vorbei. Der Himmel ist verhangen, seitdem du leb wohl sagtest. Das ist der Dirigent, der auch die Musik schrieb, wie gesagt. Aber so weiter im Text. Der Wind der Hoffnung weht. Lasst uns schauen, der Himmel wird wieder blau. So etwa Jaime Morey und Amanece, Morgendämmerung. Amanece, la lluvia moja lentamente mi despierta, la gente camina cerca de mi soledad sin parar. Amanece, parece que el cielo se nubló para nosotros desde el momento triste. Hoy otra vez, ¿por qué no? Si quieres, será nuestra bandera la amistad y el amor. Yo sé. Soweit Jaime Morey mit Amanece. Jaime ebenso perfekt in der Handhabung der Stimmbänder wie des Mikrofons.
macht jetzt den New Seekers Platz. Hohe Favoriten hier. Täglich schreiben die Zeitungen viele Spalten über diese Gruppe und geben psychologischen Rückhalt, assistiert von freiwilligen Hilfstruppen in Form von im Falsett kreischenden Kindern, die losrasen und losheulen, so wie sie der Gruppe ansichtig werden. Back, steal or borrow. Bitte steal oder bettele, ich bringe dir Liebe. Ein sehr kommerzieller Titel, wie ich finde, ob er ebenso stark ist wie Neverending Song of Love, das wird sich zeigen. Die New Seekers für England, Back, Steal or Borrow. David McKay, der Dirigent. Natürlich ist dieser Titel hier, das kann ich wirklich sagen, sehr hoher Favorit. Sie hören es am Applaus im Saal, hier kommen die eigenen. Nicht für uns. Die New Seekers mit Back, Steal or Borrow sangen für England. Ja, da könnt ihr euch freuen. Und nun Norwegen. Das Paar, das in der Vorentscheidung auf einem Schlitten zu sehen war, dessen Antriebstier hier inzwischen eine gewisse Berühmtheit erlangte. Alle waren begeistert von diesem dahinschaukelnden Einhorn mit dem mürrischen Gesichtsausdruck. Hatten Sie es gesehen? Die Hoffnung auf das Rentier hier in Edinburgh begrüßen zu können, erfüllte sich nicht. Halten wir Grete Kausland und Benny Borg die Daumen für das Lied Smorting. Geld haben, ein Schloss. Zum Mond fliegen. Was ist das alles? Mach die Augen auf und sieh dir diese Welt an. Grete Kausland und Benny Born. Skaffe seg penger, gods eller gull. Arve et slott, det kan vi, men hva vel det? Mot gleder som hverdagen gir. Reiser rundt jorden, kjenner seg fri. Lande på månen kan vi, men hva vel det? Få øynene opp, og du ser.
Smolting, smolting, vær et minutte. Smolting, smolting, det å lytte. Smolting, smolting, det å være glad. Smolting, smolting, snakke om været. Smolting, smolting, treffe noen kjære. Smolting, smolting, det en liten sang. Grete Kaufland und Benny Borg sangen für Norwegen und nun Portugal. Sie erinnern sich, verehrte Zuschauer, im Vorjahr zeigten wir jeweils einen kleinen Kurzfilm zur Einstimmung auf das Land, dies entfällt in diesem Jahr, aber ich finde, eine kleine Pause ist gut zur besseren Ordnung des musikalischen Beurteilungsvermögens. A Festa da Vida singt Carlos Mendes, er war 68 schon einmal dabei, von Beruf Architekt, geboren 47 in Lissabon. Richard Hill ist der Dirigent hier. Das Lied ist ein Lied der Lebensfreude, eine Aufforderung, die wirklichen Dinge zu sehen und den Menschen mit einem Lächeln zu begegnen. Carlos Mendes, A Festa da Vida, Portugal, Start Nummer 7. Que banham solo, vinhas, flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem nas despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselho.
Prix Eurovision 1972 aus Edinburgh. 7 Länder haben ihr Lied samt Stimme abgegeben. Zuletzt Carlos Mendes aus Portugal. Veronique Müller singt in französischer Sprache für die Schweiz. Das ist das Lied meiner Liebe, was mich weiterer inhaltlicher Erläuterungen enthebt. Sie schrieb übrigens auch die Musik. Jean-Pierre Festi dirigiert. Start Nummer 8, Schweiz, Veronique Müller. Das ist das Lied meiner Liebe, c'est la chanson de mon amour. Chanson de mon amour, mon cœur s'est laissé prendre à la chanson de mon amour, mon amour. Elle est là tout au long de ma vie, elle m'a ensemble à partager le même abri. Sa main a pris la mienne, on s'est aimé le même jour. Le temps, l'espoir, la peine, c'est la chanson de mon amour, mon amour. S'est laissé prendre à la chanson de mon amour. Mon cœur s'est laissé prendre à la chanson de mon amour. Das ist das Lied meiner Liebe, hieß dieses Lied, das Veronique Müller für die Schweiz sang. Unterdessen sitzt unsere Jury, ich darf es noch einmal sagen, nicht hier im Saal, sondern oben in der Burg, dem Schloss von Edinburgh, im Rittersaal, und verfolgt das Geschehen hier, wie sie daheim aus dem Bildschirm. Helen und Joseph singen für Malta. Die Insel, die ihre Sänger um 100% verstärkte, diesmal also im Duo Helen und Joseph, bildete beim letzten Festival in Dublin das Schlusslicht. Liebhaber heißt, der geneigte Zuschauer wird es raten können, die Liebe. Das Lied spricht von ihr, Helen und Joseph, Malta, Nummer 9. Liebhaber. Fittig der Rippen, was ist mein Ding? Ich muss doch sie, Lila, sagt sie. Chinilim habak bira da zaza,
Vini tue jibaf al di hasei Lepati vajo peso kisse Hajal el albek mis Vulise hula kis Lepati belsa el watsokor Liem butawa shute Wa liin alaine Wa el albit tamba Bil hera Ut hasil vini Iku binar Sau yek binata Chario beser Nosta Leila le el tanar Mozip til freaks, hells, angels, ul hippies Will miss to see a li long penate Listes to a jiba, they am hat minno Umbat big limb down, collide jade Lim happy bacho, beso Hajan el albek mis Kulise hula kis Lim hati bel sahel Wat zokor Liem butawa shame Wakli nawane Wakil albit Jambal bil hera Ut hasil vini Yiku binar Sau yak binata Chari o beser Vinosta leila Das war für Malta Helen und Joseph mit Lim Haba. Und nun Finnland. Päivi Paunu und Kim Floor singen Muistatan. Erinnere dich. Ich denke noch an jenen Tag, als du meine Hand zum ersten Mal in deine nahmst. Wir gingen über den großen Platz und die Brücke und ich war zum ersten Mal glücklich. Osvi Rune dirigiert. Finnland also. Haben die Herrschaften schon gewählt? Ich rate davon ab, wir haben noch 8 weitere Länder, die ihr Herz erobern wollen. Muistatan. Surukin osaltaan, se vain elämänä täytyy oivaltaa. Miksi ihmisellä muuten oliskaan taito nauraa? Kävelimme kahden vain hetken verran läpi puistikon poikki vanhan. Sillan tuokio tuo pieni, meille riitti silloin onnen antamaan. Unessako kenties mä näin jo sun, siitä varmaan johtui tää tunne mun.
elänyt on ennenkin hetkisen mä pienoisen. Unta varmaan se kaikki on vieläkin, puisto silta sekä kätes lämpimin. Sekunnissa elin elämään, melkein ikuisen. Finnland mit Päivi Pauno und Kim Flor. Nun wird ein Flügel auf die Bühne gebracht. Und auch bei dieser Gruppe, die Sie jetzt hören werden, raunen sich die Journalisten zu, dass sie vielleicht in die Spitzengruppe kommen. Die Milestones mit dem Lied Falter im Wind, geschrieben von Richard Schönherz und Manuel Rigoni. Das ist zwischendurch wieder die Jury oben in der Burg im Castle von Edinburgh. Wir haben sie Ihnen vorhin zu Beginn schon mal gezeigt und die Jury wird ja dann später in Aktion treten, wenn es zu wählen gilt. Doch wir gehen jetzt hier einmal zurück zu unserer Gruppe, die Sie jetzt hören werden, die Milestones. Beatrix Neundlinger, ein Name, an dem ausländische Journalisten hier schier verzweifelten, ist die Mitte der Gruppe, wie auch hier im Bild. Es dirigiert Dr. Erich Kleinschuster, Big Band Chef beim österreichischen Rundfunk und auch Jazzfans wohl bekannt. Da kommt er. Unendlich elegant. Die Milestones und Falter im Wind, Nummer 11 und auch das, wie gesagt, Geheimtipp. Ich verrate da gar kein Geheimnis. Flieg dich nicht weit. Falsch ist der Mond, sein Schattenspiel. In der Dämmerung ist kein Heil. Bleib nicht in den Wäldern. Bleib nicht in den Wäldern. Bleib nicht in den Wäldern.
Milestones und Pfeife im Wind. Ich wette, von den Milestones werden wir noch eine Menge hören. Was meinen Sie? Rührige Manager haben hier viel für Sie und für Österreich getan und wir sind sicher, dass nach unser aller Abzug aus Edinburgh mancher Schotte verträumt sind, die möchte wieder mal in Grinzing sein. Also toll, toll, toll. Jetzt Italien, vertreten durch Nicola Di Bari mit dem Lied Die Tage des Regenbogens. Ein Lied, das einem ganz jungen Mädchen gewidmet ist, das zur Frau wird und ihm die melancholische Sequenz mit auf den Weg gegeben wird, dass die beste Zeit des Lebens bereits vorbei sei. Nicola Di Bari singt I giorni di arcobaleno. Italien, Start Nummer 12. Viel Beifall für Nicola Di Bari. Vorschusslorbeeren, wer weiß, wählen Sie mit. Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorar la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti già donna. Adesso ti vedi grande di più, sei diventata più forte e sicura, è già iniziata la dolce avventura. Ormai sono bambine le amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare e sognano ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni ti senti già grande. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore. Für Italien sang Nicola Di Bari die Tage des Regenbogens. Jugoslawien ist nun an der Reihe, ebenfalls ein Geheimtipp der Journalisten, wohl wegen der stimmgewaltigen und begabten Interpretin Teresa, einer Frau mit viel Bühnen- und Fernseherfahrung. Ihr Lied Musik und Du erzählt davon, wie jeder seine eigenen Träume bildet, doch Musik und der andere tragen dazu bei, irgendwann einmal glücklich zu werden. Musik und Du und immer scheint die Sonne. Teresa singt für Jugoslawien. Musica Iti. Svoj svijet svatko gradi sam. San, svatko sniva sam svoj put ko
koji vodi ljubavi, koji vodi sreći toj, svatko traži sam. Muzika i ti, to je onaj svijet u kojem sreću nađuk ja. Muzika i ti, to je onaj svijet u kojem sunce vječno sja, ko divna vizija iz sna, kojoj je sretna, predajem se sva. Jednom mora doć tvoj dan, tvoja sretna noć. I bol koju sobom nosiš ti u dubini srca svog, jednom mora proć. Jugoslawien braucht, glaube ich, keine Angst vor der 13 zu haben. Teresa sang Musica e ti, Musik und du. Und nun erscheinen liebe alte Bekannte auf der Bühne für alle die im vorigen Jahr Dublin mitverfolgten, die Family Four aus Schweden mit einem Titel, den ich nicht für so stark halte wie den des Vorjahres, Vita Vida, aber wer weiß, und in Gedanken und Herzen der Jury schaut niemand die Family Four. Unsere Jury sitzt dabei weiter im Schloss, weniger aus Sicherheitsgründen als deshalb, um später auch mal das schöne Schloss ins Bild zu bringen. Family Four singen für Schweden, herrlicher Sommertag heißt der Titel. Und ich darf hier noch anmerken, dass die Family Four ihren Titel auch mit sehr viel Charme verkaufen. Sommar, känn hur det doftar ifrån Salta hav. När
Herrlicher Sommertag, die Schweden, Family Four. Und schon grünes Licht für Start Nummer 15, Monaco. Monaco hätte eigentlich der Gastgeber sein sollen in diesem Jahr, aber Monaco lehnte ab und so sind wir nun hier in Edinburgh. Wie sehr lieben wir uns. Mein Liebesgedicht ist Tag für Tag das gleiche. Mein Kopf ist voll blauer Träume. Anne-Marie Godard und Peter MacLean singen für Monaco. Anne-Marie Godard und Peter MacLean von Montaigne, wie sehr wir uns lieben. Weiter geht es, 16, Belgien. A la folie ou pas du tout. Die Liebe ist nichts wert, wenn sie einen nicht ein bisschen verrückt macht. Man sollte immer jung sein und mit übervollem Herzen leben. Serge und Christine Isolant. Belgien hat, wie gesagt, Start Nummer 16. Zwei Länder kommen dann noch, Luxemburg und die Niederlande. Aber jetzt erst einmal Belgien. Et on le prend.
Canadien, Serge und Christine Isolant à la folie, part du tout. Man muss immer ein bisschen verrückt sein im Leben. So, und nun wird ernst, Vicky, mit einem Lied von Klaus Munro, Après toi. Vicky singt für Luxemburg, da ging gerade Leo, der Papa Leo Leandros, durchs Bild. Das ist Vicky Leandros. Du bist gegangen zum Lächeln einer anderen, ich sollte es auch tun, aber ich kann es nicht. Mein Herz ist ohne Freude. Vicky, Start Nummer 17, sie ist hoch favorisiert, wie ich eben schon sagte. Denn bei so einem Grand Prix wird natürlich hier gewettet. Sonst wäre man nicht in Schottland. In Dublin im vorigen Jahr war es genau das Gleiche. Das ist Klaus Munro, der diesen Titel natürlich dirigieren wird. Après toi, Vicky. Die Niederlande, 18, Sandra und Andres, beide aus Indonesien. Als es um die Liefde geht, wenn es um die Liebe geht, was muss ich tun, um heute noch bei dir zu sein? Ich möchte es so gerne. Harry van Hoff dirigiert, ein heiterer Titel und auf ihm werden einige Erfolgschancen prophezeit. Wat zou je doen om nog vandaag voor mij te zijn?
Morgen nicht sehen, ob es das noch zu früh. Na, die Niederlande, also kommt der nächste Tag, Sandra und Andres. Und das erste Mal, dass das Publikum hier im Saal mitklatschte. Ist das ein Symptom? Ist das keins? Wir werden sehen. Natürlich sind wir gespannt. Und wenn ich vorhin gesagt habe, machen Sie sich nichts drauf und nur nicht aufregen und nur nicht gespannt sein, dann war das natürlich ein bisschen gelogen, um Sie zu beruhigen und dafür zu sorgen, dass Sie nicht so ein bisschen nervös sind, wie wir sind. Das ist Moira Shearer. We have heard the 18 songs in this year's Eurovision Song Contest, and it is now time for our jury. Meine Damen und Herren, wir haben die 18 Titel des Grand Prix Eurovision 1972 gehört. Es ist jetzt Zeit für unsere Jury oben auf der Burg, ihre Stimmen abzugeben. Sie werden daheim vielleicht das Gleiche tun. Scottish Entertainment. Eh bien, mesdames et messieurs. Aber zwischendurch schalten wir erst einmal um, um Ihnen echt schottische Unterhaltung zu zeigen. Musik vor der großartigen Kulisse der Burg lässt jedes schottische Herz höher schlagen. Vor allem diese Musik. Und diese Militärparade ist weltberühmt. Ich habe mir sagen lassen, dass es sich hier um die Musikkapellen von 9 schottischen Regimentern handelt, die hier zusammengefasst sind und ein hübsches, optisches wie auch akustisches Schauspiel bieten. Das ist die Burg, eine gewaltige Burg, die ein Militärmuseum beherbergt, und es ist für uns interessant und erstaunlich zu sehen, mit welcher Liebe da Dinge zusammengetragen sind. Dinge, die eine große militärische Tradition schottischer Regimenter aufzeigen.
our grateful thanks to the massed pipes and drums of the Scottish regiments. And now, I'd like to tell you a little more about our new voting system, inaugurated for the first time last year. As you already know, our jury is here in Edinburgh, and it is made up of 36 members, two from each participating country, one over 25 years of age, and the other under 25 years of age. And there must be 10 years difference in their ages. They can give a minimum of one vote or a maximum of five, which means a potential of 10 votes from each country. However, a jury cannot vote for its own country. Juries from three countries will vote together, and this is repeated six times. Notre appréciation aux musiques réunies quand nous étions bourg des régiments écossais. Wenn Sie also jetzt Ihre Stimmen abgegeben haben, zu Hause bereits, dann vergleichen Sie mal und schauen Sie mal zu, wie Sie mit Ihrem Punktesystem zurechtkommen, das Sie vielleicht erfunden haben. Also, jedes Land hat zwei Vertreter entsandt, einer über 25, der andere drunter, 10 Jahre Altersunterschied. Und die beiden können jeder pro Lied mindestens einen, maximal 5 Punkte geben. Also einen Punkt für irgendein Lied, das geht auch nicht. Mindestens einer muss gegeben werden und so haben wir, die Bundesrepublik, 10 Punkte für jedes Land zu vergeben, mit Ausnahme der Wahl der Bundesrepublik. Also wir dürfen selbstverständlich beim eigenen Land nicht mitwählen. Pour chaque pays. Toutefois, aucun jury ne peut voter dans le cas de son propre pays. Les membres du jury voteront ensemble par groupe de trois pays et ce procédé sera répété six fois. Mr. Clifford Brown is the official EBU scrutineer. Mr. Clifford Brown ist der sozusagen offizielle Richter der EBU, der European Broadcasting Union, und sein Wort ist unwiderruflich. Die Jury hat bereits ihre Stimmen abgegeben und sie hat sie Mr. Brown gegeben und er wird schauen, dass alles in Ordnung ist und die Angaben auf der Tafel korrekt sind. Ja. Und wenn da nun zwei Länder auf die gleiche Stimmenzahl kommen, dann muss noch einmal gewählt werden nach einem System, das wir Ihnen dann erklären werden, falls das eintritt. Ceux-ci ont été remis à Monsieur Brown, qui va vérifier l'exactitude des votes enregistrés sur le tableau. En cas d'égalité de points, il existe une procédure. There was a notable occasion in 1969 when four countries tied. Spain, France, and now, ladies and gentlemen, over to the Great Hall of Edinburgh Castle for the moment we have all been waiting for. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons so dans la now grande we'll all be proved right or wrong by the jury from 18 countries up in the castle. Nous attendons tous. Will the jury please stand by? Germany, France, and Ireland. Your votes, please, for Germany. Fourteen votes. For France. 10 votes. For Ireland. 7 votes. For Spain, please. 17 votes. For the United Kingdom, 23 votes. 23. Na? For Norway, 13 votes. For Portugal, 14 votes. Switzerland, 15 votes. For Malta, 9 votes. Your votes for Finland, please. 10 votes. For Austria, 18 votes.
And now for Italy. 12 votes. For Yugoslavia. 16 votes. For Sweden. 13 votes. Your votes for Monaco. 11 votes. For Belgium. 9 votes. For Luxembourg. 26 votes. Oh. Oh. 26 Stimmen für Luxemburg. And for the Netherlands. Damit bisher führend. 20 votes. Thank so, you, Germany, France, Leon Ross and Ireland. In the lead at the moment for Luxembourg. United Kingdom second Spain, with 23. United Kingdom and Norway. Your votes, please, for Germany. 20 votes, making a total of 34. For France. 18, making a total of 28. For Ireland, please. 14 votes, making a total of 21. For Spain. 11 votes, making a total of 28. The United Kingdom. 12 votes, making a total of 35. For Norway. 9 votes, making a total of 22. For Portugal. 13 votes, making a total of 27. For Switzerland. 16 votes, making a total of 31. And for Malta. 10 votes, making a total of 19. For Finland. 17 votes, making a total of 27. For Austria. 14 votes, making a total of 32. For Italy. 11 votes, making a total of 23. Your votes, please, for Yugoslavia. 17 votes, making a total of 33. For Sweden. 11 votes, making a total of 24. For Monaco. 14 votes, making a total of 25. For Belgium. 9 votes, making a total of 18. For Luxembourg. 20 votes, making a total of 46. And for the Netherlands. 25 votes, making a total of 45. Excitement as the Netherlands comes up to second Spain, place behind Luxembourg. Kingdom I don't know what Vicky Leon Ross is looking so worried about. Portugal, leading the second Switzerland round. And Malta. Your votes, please, for Germany. 15 votes, making a total of 49. 59 Stimmen für Deutschland bisher. 10 votes, making a total of 38. For Ireland. 13 votes, making a total of 34. For Spain.
13 votes, making a total of 41. The United Kingdom. 14 votes, making a total of 49. Norway. 12 votes, making a total of 34. For Portugal. 11 votes, making a total of 38. For Switzerland. 6 votes, making a total of 37. For Malta. 4 votes, making a total of 23. Your votes for Finland. 10 votes, making a total of 37. And for Austria. 17 votes, making a total of 49. For Italy. 22 votes, making a total of 45. For Yugoslavia. 11 votes, making a total of 44. For Sweden. 10 votes, making a total of 34. For Monaco. 9 votes, making a total of 34. For Belgium. 11 votes, making a total of 29. Luxembourg. 17 votes, making a total of 63. Luxembourg, well out for ahead. The Netherlands. 14 votes. Ja, die Niederlande bleiben Luxemburg auf den Fersen. Portugal, Switzerland and Malta, thank you. Natürlich, 59. Finland, Austria and Italy. Finnland, Österreich und Italien werden jetzt gebeten, ihre Stimmen abzugeben. 17 votes, making a total of 66. And for France? 9 votes, making a total of 47. For Ireland. 10 votes, making a total of 44. For Spain. 12 votes, making a total of 53. The United Kingdom. 21 votes, making a total of 70. That's a wonderful vote. For Norway. 12 votes, making a total of 46. For Portugal. 15 votes, making a total of 53. For Switzerland. 20 votes, making a total of 57. Malta. 9 votes, making a total of 32. For Finland. 6 votes, making a total of 43. And for Austria. 10 votes, making a total of 59. For Italy. 12 votes, making a total of 57. For Yugoslavia. 8 votes, making a total of 52. And now for Sweden. 12 votes, making a total of 46. For Monaco. 11 votes, making a total of 45. For Belgium. 9 votes, making a total of 38. 9 dazu. 38. For Luxembourg. 23 votes, making a total of 86. Oh. Luxembourg, 86. And for the Netherlands?
Und die Niederlande? 18 votes, making a total of 77. Der Abstand hat sich ein bisschen Finland, vergrößert. Austria and Italy. Yugoslavia, Sweden and Monaco. Your votes, please, for Germany. 21 votes, making a total of 87. For France. 13 votes, making a total of 60. For Ireland. 13 votes, making a total of 57. Your votes for Spain. 17 votes, making a total of 70. For the United Kingdom. 24 votes, making a total of 94. For Norway. 13 votes, making a total of 59. Norwegen 59. 15 votes, making a total of 68. 68 Portugal und die Schweiz. 15 votes, making a total of 72. 72. Malta. 8 votes, making a total of 40. Finland. 13 votes, making a total of 56. For Austria. 23 votes, making a total of 82. For Italy. 18 votes, making a total of 75. For Yugoslavia. 13 votes, making a total of 65. Sweden. 12 votes, making a total of 58. Monaco. 7 votes, making a total of 52. For Belgium. 8 votes, making a total of 46. For Luxembourg. 25 votes, making a total of 111. For the Netherlands. 20 votes. Total Niederlande. 97, ja. Thank you, Yugoslavia, Sweden and Monaco. Belgium, Luxembourg and the Netherlands. Your votes, please, for Germany. 20 votes. Making a grand total of 107. Deutschland. 107. For France. 21 votes, making a grand total of 81. For Ireland. 15 votes, grand total of 72. For Spain. 13 votes, a grand total of 83. The United Kingdom. Großbritannien. 20 votes. 20 dazu. 114. Your vote is for Norway. 14 votes. Making a grand total of 73. For Portugal. 22 votes. Making a grand total of 90. For Switzerland. 16 votes, grand total of 88. For Malta. 8 votes, a grand total of 48. For Finland. 22 votes, a grand total of 78. And for Austria. 18 votes, a grand total of 100. Your votes for Italy. 17 votes with a grand total of 92.
For Yugoslavia? 22 votes with a grand total of 87. For Sweden? Sweden. 17 votes, a grand total of 75. 75 Stimmen für Schweden, Monaco. 13 votes, a grand total 13 of 65. For Belgium? 9 votes, a grand total of 55. For Luxembourg? 17 votes, grand total of 128. Na? 128 Stimmen, und das dürfte ihr nicht mehr zu nehmen sein. 9 votes, a grand total of 106. Also 106 Stimmen. Das ist der Sieger. Vicky, der Sieger im Grand Prix Eurovision 1972 aus Edinburgh. And so, ladies and gentlemen, the winner of the 1972 Eurovision Song Contest is, et donc, mesdames et messieurs, le gagnant du concours de la chanson Eurovision 1972, c'est Luxembourg. Present the Grand Prix to the author-composer of the winning song, we have the artist who sang the winning song last year, Un banc, un arbre, une rue, Séverine. Da ist sie, ja. Erinnern Sie sich noch? Das war ein Überraschungserfolg. Na, ist Vicky so aufgeregt? Wo bleibt sie denn? Jetzt wird sie gesucht. Bei solchen Gelegenheiten fallen Sätze wie, ach, ich sehe sie schon, gleich muss sie kommen. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln, sehen Sie, da ist sie. Nein, der Leo ist es. Guck, ich kann das nicht so sehen. Papa ist glücklich und stolz. Leo Leandro. Ist das süß? Die beiden. Ladies and gentlemen. Vicky Leandros, Siegerin im Grand Prix Eurovision 1972 aus Edinburgh. Ladies and gentlemen, it only remains for me to wish you all, wherever you are, a very warm good night. And here to end our program is once again the winning song of the 1972 Eurovision Song Contest, sung by Vicky Leandros. L'amour a pour toi le sourire d'une autre. Je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant tu dois savoir. Les yeux humides.
tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi, j'ai appris à rire, et mes rires ne viennent que par toi. Après toi, je ne serai que l'ombre de ton ombre. Après toi. So, with our congratulations to Vicky Leandros, to Klaus Munro and his fellow songwriters from Luxembourg, with our thanks to the radio orchestra who've accompanied all the songs in the contest, to the artists who come from all over Europe to Edinburgh, and to you for watching. I say goodbye to you from the Usher Hall and good night to you from Edinburgh and the Eurovision Song Contest of 1972.